herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich muss etwas leiser sprechen, weil wir noch sehr früh am Morgen haben und alle schlafen. Wir haben mittlerweile 6.15 Uhr. Ich bin schon seit 15 Minuten wach. Und wie ihr im Titel gelesen habt, habe ich diese Woche Mottowoche. Und ich dachte, ich begleite das Ganze mal mit der Kamera, zeige euch, was wir so für Themen haben, wie Max und ich uns so anziehen. Und genau, wir haben jetzt Montag. Heute ist das Thema Rentner. Und ich habe mir da so ein richtig tolles Outfit rausgesucht. Ich würde sagen, ich ziehe das jetzt mal an. Ich nehme nebenbei auch noch einen TikTok von der ganzen Woche auf. Zu meinem TikTok-Account findet ihr unten in der Infobox einen Link, genauso wie zu meinem Instagram-Account. Dort werden, denke ich, auch nochmal Bilder kommen. Und ja, ich würde sagen, ich ziehe mich jetzt an, also mache mich fertig. Aber ja, ich muss mich etwas beeilen, weil ich möchte heute schon etwas früher bei Max sein, weil ich noch ein paar Teile für ihn habe. Ebenfalls auch teilweise für Rentner, Bällchenwelt. Komm rein! Ich würde sagen, ich zeige euch gleich mein Outfit. So, etwas fertig gemacht. Ihr könnt schon meine Frisur sehen. Ich habe hier unten einfach so ein Dutt. Ich zeige euch nochmal das Outfit. Ich wollte jetzt gerade schon los. Dann ist mir eingefallen, dass ich ja noch einen Vlog mache. Es wäre beinahe schief gelaufen. Auf jeden Fall seht ihr, ich habe schon diese Jacke an. Das ist die Jacke einfach von meiner Mutter, weil ich nichts anderes hatte. Ich mache die mal kurz auf. Und zwar sehe ich dann so aus. Ich habe hier einmal so eine richtige Bluse. Ich finde, das erinnert mich einfach wirklich an einen Rentner. Darüber eine Strickjacke, eine Perlenkette natürlich. Ich habe sogar extra meine Uhr falsch herum rangenommen. Fokussieren bitte. Ich habe sogar extra meine Uhr falsch herum rangenommen. Ansonsten habe ich noch einen Rock an, der bis zum Knien ist, eine Strumpfhose und solche Schuhe. Wundert euch nicht, hier liegen noch Sachen für die nächsten Tage. Wir sehen uns gleich bei Max. So, und hier ist jetzt Max als Rentner. Er hat einfach jetzt ein Hemd und so ein Tinky. Und hier ist auch noch so eine Uhr drin. Die Uhr ist geil. Was sagt ihr? Warte, zeig ich mal von hinten. Dieses Teil, das ist lustig. Ja, und was ist das hier? Für verrutschte Hosen ist das ganz gut. Was ist das? Das ist eine Puff-Zigarre. Nimmst du die auch mit? Das ist wirklich richtig komisch, so zur Schule zu gehen. Ich bin aber gespannt, wie die ganzen anderen Leute dort aussehen werden. Und ich hoffe, dass sie sich auch schön rausgeputzt haben. Mittlerweile bin ich wieder zu Hause und ihr seht, ich bin kein Rentner mehr. Es war total lustig. Manche sind da mit dem Rollator angekommen, manche hatten auch noch so einen Gehstock und sahen wirklich welche richtig, richtig alt aus. Also ich war, das hätte ich echt nicht gedacht. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen mit dem nächsten Motto. Das wird auch sehr, sehr lustig. Könnte etwas kalt werden, da muss ich mir nochmal etwas überlegen. Aber ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh mit dem nächsten Motto und dem nächsten Outfit. Morgen, wir haben mittlerweile den nächsten Tag und heute ist das Motto Schlafanzug dran. Ich könnte eigentlich aus dem Bett aufstehen und direkt zur Schule gehen, aber ich schlafe immer in kurzer Hose und T-Shirt und es wird heute definitiv zu kalt sein. Deswegen habe ich mir meine lange Hose geholt und ein Oberteil von meiner Mom tatsächlich ausgeliehen. Und genau, das werde ich jetzt anziehen und dann überlege ich nochmal, ob ich ein Kissen oder eine Decke oder so noch mitnehme. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch das Outfit gleich mal. Ich ziehe darunter auf jeden Fall noch eine Leggings an, weil es echt kalt werden könnte. So, und das hier ist jetzt mein Outfit. Ich habe einmal dieses Oberteil hier an. Darunter habe ich noch ein schwarzes Oberteil, weil das sonst echt viel zu kalt wird. Dann habe ich einmal diese Hose hier an. Darunter habe ich natürlich auch noch eine Hose. Dann habe ich einmal hier Kuschelsocken und so Hauspuschen. Und ich werde einfach genau so gehen. Jetzt bin ich noch am Überlegen, nehme ich so ein Kissen mit. Oder nehme ich so eine Decke mit. Ihr stimmt jetzt hier oben gerne mal ab, was ihr mitnehmen würdet. Ich bin mir da nicht sicher. Ich frage einfach mal Max und mache mich nebenbei weiter fertig, weil auch wenn das Thema Schlafanzug ist, ich werde mich ein bisschen schminken. Ihr könnt übrigens auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr euer Abitur schon gemacht habt. Hattet ihr auch eine Mottowoche? Und wenn ja, zu welchen Themen habt ihr euch angezogen und welches Thema ihr davon am besten findet? So, mein Outfit ist jetzt fertig und ich würde sagen, bis zur Schule ziehe ich mir auf jeden Fall noch eine Jacke an. Aber ab dann geht es ohne Jacke weiter und dann sehen wir uns jetzt gleich bei Max. So, bei Max angekommen. Ich habe ihn jetzt mal ein bisschen angekleidet, das seht ihr aber auf seinem Kanal, so guckt dort unbedingt vorbei. Das hier ist jetzt Max Schlafanzug. Ihr müsst wissen, er hat eigentlich gar keinen Schlafanzug, deswegen haben wir jetzt ein bisschen was fantasiert. Eine Jogginghose, ein Langarmshirt und einen Bademantel. Reißverschluss. Lol. Ja, und er zieht dann noch gleich Badelatschen an. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich ready, um zur Schule zu gehen. So, natürlich bin ich schon zur Schule gegangen. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause. Das war super lustig. Heute gab es wirklich wieder ganz viele, die sich verkleidet haben, beziehungsweise einfach Schlafanzug angezogen haben. Ich werde jetzt lernen, weil wir morgen Geschichte schreiben. Morgen ist das Thema Filme und Serien. Ihr werdet morgen sehen, was ich dann sein werde. Aber dann sitzen wir da alle verkleidet mit Filmen und Serien
und schreiben eine Klausur. Wir schreiben nämlich morgen unsere allerletzte Geschichtsklausur. Ich bin froh, wenn das fertig ist. Die Woche darauf schreiben wir dann noch WIPO. Und das war es dann erstmal mit Klausuren. Dann kommen nur noch 3 Abiturklausuren, also nur noch. Dann kommen die 3 schwersten Klausuren. Aber dann sind wir durch mit allem. Und ich freue mich, okay, dann kommt noch mündliches Abitur, aber dafür haben wir dann auch noch mal einen Monat Zeit, um zu lernen. So, es ist immer noch der gleiche Tag. Es ist mittlerweile fast 18 Uhr und ich werde jetzt nochmal losfahren zu Rossmann. Und zwar sollte heute eigentlich, beziehungsweise es sollte schon am Montag, also gestern, ein Haarspray ankommen, was meine Haare schwarz färben soll, also dass man das auch wieder auswaschen kann. Aber es ist nicht angekommen und ich werde es aber morgen brauchen. Also hoffe ich, dass ich jetzt bei Rossmann so ein schwarzes Haarspray finde. Ich habe schon bei DM geguckt, da gab es sowas nicht und sonst wüsste ich auch nicht wo. Deswegen hoffe ich jetzt, dass ich irgendwas bei Rossmann finde. Wenn nicht, brauche ich nämlich einen anderen Plan. Morgen ist das Thema ja Film und Serien. Okay, ich sage es euch einfach jetzt schon, ich möchte nämlich als Schneewittchen gehen. Ich habe schon ein Kleid und so. Jetzt fehlen mir nur noch schwarze Haare. Wir haben zwar eine schwarze Perücke, aber die Haare sind ungefähr bis hier und es sieht an mir total blöd aus. Deswegen fahre ich jetzt einmal los und hoffe, ich hoffe sehr, dass ich schwarzes Haarspray finden werde, wenn nicht. Bei uns hat sich gerade eben sowieso schon einiges geändert bei Max und mir. Am Freitag ist nämlich das Thema Duos und Trios dran und da wollten wir eigentlich Cosmo und Wanda sein. Wir haben auch schon relativ alles gehabt, aber das hat sich jetzt auch nochmal komplett geändert, weil man irgendwie, also wir haben so alles schon fertig, aber wenn wir das anhaben, erkennt man nicht wirklich, dass es Cosmo und Wanda sein soll. Deswegen muss ich jetzt nochmal gucken, also wir haben da jetzt schon ein anderes Kostüm für, aber ich brauche jetzt unbedingt schwarzes Haarspray, sonst brauche ich eine Alternative für morgen und mir fällt so auf die Schnelle irgendwie nichts ein. So, wir waren jetzt bei Rossmann. Ich habe alles gefunden, außer schwarzes Haarspray. Und jetzt fahren wir nochmal zu Rewe und ich hoffe, ich finde es da. Sonst gehe ich morgen nicht zur Schule. Nee, aber sonst muss ich mir nochmal was anderes überlegen. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause und tatsächlich habe ich eine Dose schwarzes Haarspray bei Kick gefunden. Und tatsächlich auch nur für 1 €. Jedoch gab es nur noch eine Flasche und ich bin mir nicht sicher, ob das für meine Haarlänge hier reicht. Ich hoffe es. Es muss irgendwie reichen. Ich möchte mich morgen unbedingt Schneewittchen sein. Ansonsten hätte ich gedacht, dass ich mein Kostüm, was ich eigentlich für Freitag geplant hätte, aber jetzt sowieso nicht funktioniert, machen werde. Aber ich hoffe einfach, es reicht. Es muss reichen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen, wenn ich dann in meinem Kostüm bin. Bis gleich. So, mittlerweile ist es der nächste Morgen. Ich bin gerade dabei, mich fertig zu machen und gehe nebenbei noch ein bisschen Geschichte durch, um einfach zu gucken, ob ich alles kann. Und ja, ich werde euch gleich mal mein Outfit zeigen. So, das hier ist mein Outfit. Ich habe jetzt hier noch eine Leggings an, die so hautfarben ist, weil die sehr, sehr wärmend ist. Und darüber habe ich einfach so Strümpfe gezogen. Das sieht, glaube ich, halt dann nicht so nach Strumpfhose aus. Und ich habe hier drunter noch ein langes schwarzes Shirt angezogen, weil es sonst einfach viel zu kalt wäre. Oder noch ein Haarreif, der ein bisschen komisch sitzt. Meine Haare werden gleich bei Max noch ein bisschen schwarz gefärbt. Ich hoffe, die Dose reicht auch aus. Und ansonsten ist das mein Outfit. Ich habe noch so ein bisschen Hochhackschuhe an. Die werde ich gleich zum Autofahren aber ausziehen. Genau, bei Max kriege ich noch einen Apfel, den ich da mitnehme. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Outfit euch am besten gefällt. Und jetzt schminke ich mich noch kurz und dann geht's auch schon los. So, das hier nehme ich jetzt noch für Max mit. Was er heute sein wird, werde ich euch gleich zeigen. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. Ansonsten darf ich ja Max Outfit die ganze Woche bestimmen. Deswegen, das ist super lustig. Guckt auf seinem Kanal vorbei. Das filmt nämlich er, wie ich sein Outfit bestimme. Und es wird ziemlich, ziemlich lustig. So, ich bin bei Max angekommen. Ich habe ihn gerade angekleidet in seinem Video. Darf ich dich mal ganz kurz zeigen? Ratet mal, wer er ist. Ich hoffe, das erkennt. Das sieht so komisch aus. Sieht gut aus. Ich sehe, ich weiß, der Helm ist da zu klein. Gut, ist da zu klein. Und jetzt gehen wir einmal raus und färben meine Haare schwarz. Wenn was übrig bleibt, färben wir auch deine Haare schwarz, okay? Nein, danke. Oh doch. Und das zeige ich euch jetzt. So. Scheiße, soll ich mich nicht ansprühen? Oh mein Gott, das hält voll gut. Das sieht voll gut aus. Ja, Ansatz wäre schwarz. Oh Gott. Was oh Gott. Beeil dich, ist es kalt. Ja, okay. Wie soll ich das jetzt machen? Ash. Ash klopft da und guckt richtig geschockt. Ist vorne alles? Nö. Aber von hinten ist ganz viel schon. Dreh ich mal um. Ja, du musst jetzt aber... Okay, erstmal hier die vorne hier okay. So. Warte.
glaube, du willst nicht komplett schwarz machen, oder? Also es sieht auf jeden Fall schwarz aus. Ich sehe aus wie ein Streifenhörnchen. Auf der Seite. Okay. Ich glaube, die Farbe ist leer. Nein. Komm, hier viel rüber. Komm, hier viel raus. Okay. Irgendwie. Dann bleibe ich wohl so. Sonnenstrahlen. Ja. Ihr seht aus wie eine Hexe. Aber eine coole Hexe. Also die Kamera aus meinen Händen sind auch schwarz geworden. Viel Spaß in der Schule. So, wir sind bei der Schule angekommen und steigen jetzt aus und gehen dann zur Schule. Ich habe richtig Bock. Meine Haare sind halb blond, halb schwarz. So wie ihr sehen könnt, habe ich mittlerweile wieder blonde Haare. Die Schule ist schon etwas länger vorbei. Ich war auch schon duschen und alles. Und Max war noch kurz bei mir, deswegen fahre ich ihn jetzt nach Hause. Und davor fahren wir noch kurz einkaufen. Und ja, es war mit meinen Haaren ein bisschen komisch. Das ganze Badewasser, also Duschwasser war nachher schwarz. Schwarze Haare, finde ich, stehen mir nicht so. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, ob schwarze Haare mir stehen oder nicht. So, es ist wieder der nächste Morgen. Ich habe auch schon meine Jacke an. Ich habe voll vergessen, euch das Outfit jetzt zu zeigen. Ich habe es schon an, bin schon voll fertig und wollte jetzt losfahren. Ich zeige euch deswegen das Outfit gleich bei Max und dann auch gleich sein Outfit. Heute ist das Motto Zeitreise und wir reisen zurück in die 80er Jahre. Und genau, gleich werdet ihr dann unsere Outfits sehen. So, ich bin bei Max angekommen und werde euch jetzt mal mein Outfit zeigen. Ich habe gerade auch schon Max ein paar Sachen mitgebracht. Das zeige ich euch gleich auch, kurz überbelichtet. Und ich zeige euch jetzt als allererstes mein Outfit. Hi. Auf einmal flog aus dem Fenster eine Drohne. Ich höre sie aber. Hä? Ist voll laut. Er stellt nicht scharf. Komm rein! Und das hier ist jetzt mein Outfit. Ich habe so ein gelbes Tüll mit gelben Stulpen und Armband. Und Stulpen? Ja, Stulpen nennt man das. Und darunter habe ich so ein Body einfach über die schwarze Leggings gezogen. Und das ist mein Outfit. Und das hier ist jetzt Max' Outfit. Schreibt mal in die Kommentare, sehen wir aus, als würden wir aus den 80ern kommen. So, wir sind angekommen in der Schule, beziehungsweise noch vor der Schule. Und werden jetzt aussteigen und dann zur Schule gehen. Es fallen heute 2 Stunden aus, aber leider mitten im Schultag. Heißt, wir können nicht früher nach Hause. Und, Brad? Nee. Nee? Aber wir müssen. Und willkommen zu einem neuen Tag. Ich habe hier einen neuen Mitbewohner bekommen und genau, wir haben jetzt mittlerweile 7:45. Die Schule beginnt in 5 Minuten, aber ich habe jetzt erstmal einen Arzttermin und werde deswegen leider nicht zu Sport können. Dann gleich einen Arzttermin und fahre danach direkt zur Schule, beziehungsweise meine Mom kommt mit mir mit, weil bei mir Blut abgenommen werden muss und danach möchte ich nicht Auto fahren, weil... Wenn ihr mich schon etwas länger verfolgt, wisst ihr, dass ich kein Blut sehen kann und jedes Mal, wenn mir Blut abgenommen wird, muss ich liegen und weggucken und egal wie lange ich danach trotzdem noch liegen bleibe, ich kippe um. Aber so genau möchte ich das eigentlich gar nicht erzählen, aber trotzdem, deswegen fährt meine Mom jetzt mit mir mit, weil dass ich dann nach Sport zur ersten großen Pause fertig bin, damit Max und ich halt als Duo zusammengehen können. Heute ist das Motto nämlich Duo und Trio und Max und ich machen halt zusammen ein Kostüm, das ich euch später noch zeigen werde. Das ist absolut lustig und ich glaube, es wird ein bisschen peinlich sein, so in die Schule zu gehen. Und ansonsten zeige ich euch dann mein Outfit später, wenn ich es anhabe. Aber das Outfit kennt ihr sogar schon aus einem anderen Video, das ich euch in der Infobox verlinken werde, weil es auch sehr lustig geworden ist. Guckt dort auch auf jeden Fall vorbei. So, es ist wieder mal ein Tag später. Wir haben jetzt Samstag und ich weiß, ich habe euch das Outfit von gestern nicht gezeigt. Dafür gab es aber einen Grund. Und zwar habe ich euch ja gesagt, ich gehe zum Hautarzt. Und ich mache das jetzt mal ganz, ganz kurz, weil das Video schon sehr lang ist. Und zwar wurde mir dann Blut abgenommen. Und normalerweise wird mir dann halt schwindelig und ich muss mich hinlegen. Wenn ich mich nicht hinlege, kippe ich um. Aber dieses Mal war das halt irgendwie nicht so. Ich glaube, mein Körper hat das so ein bisschen verdrängt, weil ich einfach nur schnell zur Schule wollte. Und dann saß ich da halt in der Schule und als ich dann zur Ruhe kam und meine Aufgaben gemacht habe, ist es halt irgendwie hochgekommen. Mir wurde schwindelig, ich musste mich hinlegen. Und als es dann wieder ging, habe ich mich hingesetzt und dann wurde mir schon wieder schwindelig und dann musste ich mich schon wieder hinlegen. Und dann ging es mir einfach die ganze Zeit nicht so gut und dann bin ich nach Hause gegangen. Max hat mich zum Glück auch nach Hause gebracht. Und ja, deswegen habe ich gestern euch mein Outfit nicht mehr gezeigt. Ich hatte es auch, glaube ich, irgendwie eine halbe Stunde an oder so. Ich werde es aber auf jeden Fall gleich nochmal für euch anziehen und euch das zeigen. Max auch, oder? Was? Das war ein Ja. Und genau, dann zeige ich euch das gleich nochmal und werde auch noch ein Bild für Instagram machen, weil heute kommt auch nochmal ein Instagram-Post. Und das TikTok wird heute auch online kommen, aber ich denke erst gegen Abend, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich ziehe das jetzt einmal an und zeige es euch. Und zwar war das hier mein Outfit. Das Outfit sollte euch schon bekannt vorkommen. Wir sind nämlich als Sumo-Ringer-Duo gegangen. Ja, es gab ein paar komische Blicke, aber das ist natürlich verständlich, weil
So ist, glaube ich, noch nie jemand zur Schule gegangen. Und ja, eigentlich war ja unser Plan Cosmo und Wanda. Zum Glück haben wir das nicht gemacht, weil es gab dann schon einmal Cosmo und Wanda. Und ja, Sumo-Ringer gab es halt noch nicht. Und zwar ist Max als Sumo-Ringer gegangen. Und das Outfit sollte ich auch aus meinem aus einem meiner Videos bekannt bekommen, das ich euch nochmal verlinken werde. Ja, so sind wir zur Schule gegangen. Aber auch irgendwie nur eine halbe Stunde. Aber wir sind zur Schule gegangen. Übrigens habe ich von jedem Tag so ein Bild mit der Sofortbildkamera für mich gemacht. Ich habe nämlich so ein Buch, wo man die reinmachen kann und da sammle ich die jetzt. Ja. Und ich dachte, von der Mathewoche mussten auch unbedingt ein paar Bilder gemacht werden. Und deswegen habe ich jeden Tag eins gemacht. Und jetzt könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, welches Outfit ihr am besten findet. Und dann würde ich sagen, was ist auch mit diesem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Guckt in die Infobox, dort findet ihr einen Link zu meinem Instagram-Account und zu meinem TikTok-Account und zu dem Video mit den Sumo-Ringer-Kostümen. Guckt es euch auch auf jeden Fall an und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!